Gläsern und zerbrechlich klingt Ulrike Dangendorfs Akkordeon durch die Nacht. Ihre sphärischen Impressionen passen so recht zum fragilen Charakter des Materials, um das es an diesem Abend in der kleinen Galerie in der alten Marktstraße geht. Vor 20 Jahren hat Margret Feiter hier ihre Keramikgalerie eröffnet. Doch ihre Leidenschaft, die ist viel älter. Im Grunde genommen beschäftige ich mich seit über 40 Jahren mit Keramik. Sammel selber und habe immer schon Werkstätten besucht. Das ist im Grunde genommen etwas, was mich immer begleitet hat. Der Umzug nach Hameln war dann so, ich ging durch die Altstadt, sah dieses Haus. Und zwar klar, ich mache eine Keramikgalerie. Ich packe das zusammen, was ich an Erfahrung gesammelt habe, was ich an Kontakten hatte und fange einfach an. Schnell wurde die kleine Galerie Treffpunkt internationaler Keramikkünstler. Warum gerade Hameln? Für Margret Feiter spielt der Standort keine Rolle. Das, was ich mache, das hat im Prinzip überhaupt nichts mit dem Ort zu tun, wo ich es mache, weil es gibt sehr wenig Keramikgalerien in Deutschland und die Leute, die Interesse an zeitgenössischer Keramik haben, die reisen, die sind reiselustig und die wissen, wo ich bin. Bei der Feier des 20-Jährigen auch mit dabei Elke Sada. Sie gilt als Shootingstar der Szene. Eine auf dem Durchmarsch raunt das fachkundige Publikum und eine, die Margret Feiters Arbeit zu schätzen weiß. Ja, die Leidenschaft einer Keramikgaleristin, ein gutes Gespür für gute Keramik und ich habe auch hier vor 3 Jahren meine erste Einzelausstellung oder Duo-Ausstellung mit Jochen Rüth gehabt und war einfach begeistert von der Art und Weise, wie Frau Feiter Keramik, das Gefühl, die Liebe für Keramik auch weitergibt. Elke Sadas Arbeiten sind bunt, ihre Formen scheinen wie zerrissen. Meine Formidee ist zu zeigen, wie ein Gefäß entsteht. Also ich liebe den Prozess sichtbar zu machen. Meine Gefäße haben sehr viel Lebendigkeit, sie sind nicht präzise gebaut, sondern ja, sehr lebendig gebaut. Also sie haben auch keine geraden Kanten, sondern es überschneiden sich Nähte oder es gibt einfach sehr viel Ausdruck im Gefäß. Formen und Formensprache, das ist auch Margret Feiters Hauptinteresse an Keramik. Wenn man eine Kugel nimmt, ein Kugelgefäß, dann steht man vor einem Kugelgefäß und sagt, das ist perfekt. Das ist absolut perfekt, das ist harmonisch, das hätte vor 400 Jahren Bestand gehabt und das hat es in 400 Jahren noch. Und dann gibt es Kugeln, wo man sagt, da ist irgendwas nicht in Ordnung, nicht stimmig. Aber auch neuen Trends öffnet sich die Hamelner Galeristin. Was aber ist Trend in Sachen Keramik? Einmal geht der Weg hin zu Installationen, Keramikinstallationen, große Installationen und dann aber auch wieder hin zum Gefäß, weil es hat lange Zeit eine große Verunsicherung stattgefunden, die aber nicht nur in der Keramik stattfindet, sodass man sich einfach wieder nach klaren Aussagen und nach ehrlichen Sachen sehnt. Spaß und Ernst verknüpft Martin McWilliam. Der hagere Brite spielt mit Zwei- und Dreidimensionalität, mit Fläche und Raum. Da sind Teile, die ich finde, man das so bitte ernst nehmen kann. Aber andere Teile, man muss es auch ein bisschen, dieses Spiel zwischen einerseits Wirklichkeit, tiefe kulturelle Geschichte, und einfach ein Spaß. Martin McWilliam, Elke Sada, Jochen Rüth, Susanne Koch, Eva Koy und Karin Bablock. Die Elite der Keramikkünstler. Sie alle hinterlassen an diesem Abend beim Publikum nachhaltige Eindrücke. Wunderschön finde ich dort hinten diese Töpfe mit der Lasur. Für mich, es sieht aus wie eine Urne. Ja, nein, das ist ein wunderschöner Behälter. Ein sagenhaft schöner Behälter. Allen Ernstes. Natürlich diese große Vase dort. Diese Rundung, das hat etwas Mütterliches, etwas Erdiges, verbunden mit der Erde. Wunderschön. Von Tradition bis Farbrausch, so heißt die Jubiläumsausstellung. 20 Jahre Keramikgalerie Feiter, zu sehen in der alten Marktstraße 45.